Hallo und herzlich willkommen zur Future Skills Fallstudie. In diesem Trimester steht ein Projekt auf dem Programm, das Ihnen die Gelegenheit bietet, Ihr bisher erworbenes Wissen aus den Vorlesungen und aus den Future Skills Modulen direkt einzusetzen. Ihr Team wird in den kommenden beiden Trimestern als Beratungsteam für eine pädagogische Institution fungieren. Ihre Mission? Sie entwickeln eine umfassende Strategie für eine Problemstellung, die von einer Institution Ihrer Wahl bearbeitet werden soll. Sie wählen dazu die Institution, die Sie beraten wollen, und die Problemstellung selbst aus. Als pädagogische Institution können Sie dabei beispielsweise einen öffentlichen Träger von Bildungseinrichtungen wie die Caritas, die Diakonie oder ähnliches wählen, aber auch ein privates Unternehmen, das Produkte mit pädagogischem Bezug anbietet. Auch bei der Wahl der Problemstellung haben Sie freie Hand. Sie können beispielsweise die Einführung eines neuen Angebots bearbeiten oder eine Strategie zum Umgang mit allgemeinen Problemen wie zum Beispiel dem Fachkräftemangel. Sie sollten diese Wahl allerdings gut durchdenken und dabei auch Aspekte wie die Datenverfügbarkeit oder ähnliches berücksichtigen. Hierbei ist zu beachten, dass die konkrete Problemstellung von Ihrer Gruppe stammt, aber im Szenario die Idee der Institution repräsentiert. Sie sind keine Mitarbeiter der Institution, sondern arbeiten als Beratungsteam und wurden von der Institution engagiert, um eine Problemlösungsstrategie auszuarbeiten. Ihre Beratungsagentur hat sich dabei, wie es sich für Arcades-Studierende gehört, auf die Beratung von Projekten entlang des ganzheitlich-systematischen Lösungsentwicklungsprozesses, kurz GSLP, spezialisiert. Dieser von der Arcades-Hochschule entwickelte Ansatz eignet sich hervorragend zur Strukturierung von Projekten und zur Lösung jedweden Problems. Dabei unterteilt sich die Problemlösung in drei Phasen, die in 9 Schritten abgearbeitet werden. Es beginnt mit der Analysephase, in der nach Festlegung der Problemstellung die konkreten Projektziele ausgearbeitet werden sollen. Dies erfolgt mit Hilfe einer eingängigen Analyse der Ausgangssituation, in der einerseits unternehmensinterne Faktoren betrachtet werden, um Stärken und Schwächen herauszuarbeiten, und andererseits werden externe Einflussfaktoren beleuchtet, die Chancen und Risiken darstellen können. Diese Analyseergebnisse werden zum Abschluss der Analysephase in einer SWOT-Matrix zusammengefasst. Auf Basis dieser Analyseergebnisse werden in der anschließenden Entwicklungsphase Handlungsempfehlungen erarbeitet und bewertet, und es findet die letztliche Entscheidung für ein Strategiepaket statt. Die im Rahmen dieses Strategiepakets dann ausgewählten Maßnahmen werden schließlich in der Implementierungsphase umgesetzt. Ihre Aufgabe im Rahmen der FUS-1-Fallstudie wird zunächst die Analyse der Ausgangssituation sein. In der darauf aufbauenden FUS-2-Fallstudie kümmern Sie sich im nächsten Trimester um Entwicklung und Implementierung. Hier sollen Sie also das interne und externe Umfeld eingehend analysieren und damit die SWOT-Analyse abschließen. Um diese internen Schwächen, Stärken und Chancen und Risiken herauszuarbeiten, nutzen Sie verschiedene Analyse-Tools und verschiedene Methoden zur Datenerhebung. Es gibt einige Analyse-Tools, die im Rahmen dieser Aufgabenstellung essentiell sind und dementsprechend umgesetzt werden sollten. Hierzu erhalten Sie weitere Informationen im Laufe des Trimesters. Zunächst ist dies die Produktportfolioanalyse. Hierzu nutzen Sie entweder die BCG-Matrix oder den Produktlebenszyklus oder beides, um eben das bestehende Portfolio des Unternehmens oder der Institution zu bewerten und um herauszuarbeiten, wie sich das neue Produkt oder die übrigen Maßnahmen der Strategie in dieses Portfolio einfügen wird. Darauf folgt dann die Umfeldanalyse, also durch Methoden wie PESTEL oder Five Forces gewinnen Sie Einblicke in die äußeren Einflüsse, denen das Unternehmen oder die Institution gegenübersteht. Anschließend kommt die Konkurrenzanalyse mit einem Scoring-Modell. Bewerten Sie die Wettbewerber auf dem Markt und identifizieren deren Stärken und Schwächen. Darauf folgt die Zielgruppenanalyse. Sie entwickeln detaillierte Personas Ihrer Zielgruppe und stellen Hypothesen über deren Verhalten und Bedürfnisse auf. Und diese Hypothesen werden dann durch Umfragen und darauf folgende Datenanalysen überprüft. Zusätzlich zu diesen Analyse-Tools können und sollten Sie an passenden Stellen auch weitere Analysemethoden einsetzen. Dabei ist alles erlaubt. Sie können beispielsweise die Vorlesungsunterlagen aus den ersten Trimestern nach geeigneten Tools durchsuchen oder Sie recherchieren im Internet oder in Lehrbüchern nach weiteren geeigneten Methoden. Am Ende dieser Phase werden Sie die zusammenfassende SWOT-Matrix erstellen, die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken aufzeigt, und auf dieser Grundlage entwickeln Sie grobe Handlungsempfehlungen. Ist die geplante Initiative sinnvoll? Passt sie zur Gesamtstrategie der Institution? Gibt es entscheidende Risiken oder Chancen? Sollten Anpassungen erfolgen, ist die Initiative vielleicht völlig ungeeignet? Die Fallstudie Future Skills 2 wird dann auf diesen Erkenntnissen aufbauen. Zur Umsetzung dieser Analysemethoden benötigen Sie selbstverständlich Informationen und konkrete Daten. Dazu stehen Ihnen Instrumente zur Verfügung, um Erkenntnisse zu gewinnen. Zunächst sind dies natürlich Sekundärdaten per Desktop-Recherche. Also durch umfassende Recherchen werden unter anderem Marktdaten, Wettbewerbsinformationen, Umfeldfaktoren etc. ermittelt. Zusätzlich ermitteln Sie auch eigene Primärdaten per Umfrage.
Sie werden eine Umfrage durchführen, um Ihre Zielgruppe besser zu verstehen. Diese Umfrage wird nicht live geschaltet und breit gestreut, sondern bleibt sozusagen Arcades-intern. In der Mitte des Trimesters werden alle Gruppen gegenseitig die Umfragen ausfüllen und anschließend die dabei erhobenen Daten auswerten. Wie Sie sehen, spielen also die eigenständige Datenerhebung und die Analyse von Daten in dieser Fallstudie eine sehr wichtige Rolle. Hier kommt eben die schon bekannte Data Literacy ins Spiel, zu der Sie im Modul empirische Sozialforschung bereits die Grundlagen gelegt haben. Hierzu werden Sie einen weiteren Selbstlernkurs absolvieren. Hier geht es um die wichtigsten Grundlagen zur Datenerhebung per Fragebogen und Umfrage und die wichtigsten Analysemethoden der deskriptiven Statistik. Und zusätzlich erhalten Sie dort Selbstlerninhalte zur digitalen Umsetzung dieser Analysemethoden, also zum Beispiel in Microsoft Excel. Die FUS-Fallstudie erstreckt sich über die 10 Wochen des Trimesters. Es beginnt in der ersten Trimesterwoche. Dort erhalten Sie alle Informationen über den Classroom. Sie werden von uns in Gruppen eingeteilt und füllen als ersten Schritt gemeinsam die Arcades-Teamvereinbarung aus. Damit stellen Sie natürlich wichtige Weichen für die Bearbeitung des Projekts und die Zusammenarbeit im Trimester. Des Weiteren wählen Sie die Institution und die Problemstellung aus. Dazu erhalten Sie ein Formular, das bis Ende der ersten Trimesterwoche einzureichen ist. Nach diesem Start bearbeiten Sie die hier skizzierte Problemstellung mit Hilfe der beschriebenen Analysemethoden. Dazu absolvieren Sie individuell den Selbstlernkurs zu Datenanalyse. Bis Ende der vierten Woche stellen Sie Ihre Umfrage fertig, denn in Woche 5 füllen die Gruppen gegenseitig die Umfragen aus. Während des Trimesters haben Sie die Möglichkeit, auf die Expertise von Coaches zurückzugreifen. Sie werden einen Coach für alle Fragen rund um Management und die entsprechenden Analysemethoden haben. Es wird einen Coach für Data Literacy geben und einen Ansprechpartner für alles rund um die IT-Umsetzung. In Woche 3 gibt es dann noch eine gemeinsame Online-Vorlesung mit allen, in der die allgemeine Vorgehensweise besprochen wird. Und in den darauffolgenden Wochen werden dann individuelle Q&A-Terminslots zu den drei Themengebieten bei den jeweiligen Coaches angeboten, zu denen sich die Gruppen einbuchen können. Zusätzlich wird es noch einen Workshop geben zu Präsentationstechniken, den auch alle individuell absolvieren. Am Ende des Trimesters erfolgt natürlich noch die Prüfung. Sie fassen Ihre Ergebnisse in einem umfassenden Analysebericht zusammen und stellen diese Ergebnisse in einer Gruppenpräsentation vor. Diese Präsentation wird einen Top-Down-Ansatz verfolgen, beginnt also mit einer klaren Empfehlung und einer anschließenden Herleitung der Hauptergebnisse. Das Ziel dabei ist es, im Szenario für Ihre Strategieberatung einen Folgeauftrag für die nächste Phase zu gewinnen. Die Prüfung setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Sie tragen ca. 15 Minuten vor, 3 Minuten pro Gruppenmitglied plus 3 Minuten für Einführung und Fazit und anschließend erfolgt eine Frage-Antwort-Runde. In dieser Frage-Antwort-Runde können übrigens auch Fachfragen zu den Analysemethoden gestellt werden. Die Fragen werden zum Teil an die Gruppe als Ganzes, aber zum Teil auch an einzelne Gruppenmitglieder gerichtet. Sie erhalten am Ende eine gemeinsame Gruppennote. So, das ist die Aufgabenstellung zur Future Skills 1 Fallstudie. Ich hoffe, wir konnten die meisten Fragen beantworten und wir sehen uns demnächst im Rahmen der Future Skills wieder.